heute wird's richtig temperamentvoll. Pablo, wir tanzen heute Salsa. Wo hat Salsa seinen Ursprung? Salsa kommt ursprünglich aus Kuba, aber im Laufe der Jahre hat sich weiterentwickelt. Und in der Zwischenzeit also haben wir mehrere Salsa-Stile, so wie der Salsa New York-Style, LA-Style und auch der Cuban-Style. Okay, und was haben wir eben für einen Style gesehen, als ihr den Showtanz hingelegt habt? Genau, also wir haben den LA-Style gemacht. Wir haben Salsa auf 1 in der Linie getanzt. Auf 1, auf dem ersten Schlag von der Musik. Okay, genau. Also der New York-Style geht auf die 1 und Kuba auf die 3, weil die ein bisschen geschillter immer sind, oder wie? Ja, so ungefähr. Jetzt wundern sich die Leute bestimmt, hä, wie, 1, 2, 3 sind hier Zahlen auf dem Fußboden? Das sind natürlich die Takte beim Tanzen, genau, auf die das ankommt. Wie sieht es denn aus mit Kindern? Tanzen Kinder auch schon Salsa? Kinder tanzen auch bei uns in Lateinamerika. Die Kinder fangen schon von klein auf eigentlich zu Hause, ja, gehen so gut wie gar nicht zur Tanzschule. Ja. Hier in Deutschland erst ab 4 mit für Salsa, ganz besonders wegen der Konzentration. Ja. Also das heißt, ab 4 sollte man, wenn man die Möglichkeit schon Salsa tanzen lernen. Ja. Du willst jetzt auch endlich lostanzen, Tanztapir. Na, dann legen wir doch mal los. Okay, dann starten wir mal mit dem ersten Schritt. Das sind immer 3 Schritte auf der Stelle. Wir starten mit dem linken Fuß. Ja? Es ist on. Links, rechts, links, kurze Pause. Und dann starten wir mit dem rechten nochmal. Und rechts, links, rechts. Nochmal von vorne. Und links, rechts, links. Und rechts, links, rechts. Links, rechts, links. Rechts, links, rechts. Machen wir mal den nächsten Schritt, den Seitwärtsschritt. Und 1, 2, 3, 5, 6, 7. Dabei die Hüfte ganz locker lassen. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1 und 5, 6, 7. Super. Dann zeige ich auch noch einen Schritt, den ihr unbedingt. Worüber freut ihr euch denn? Tami macht das gut. Hey, was habt ihr erwartet? Es ist ein Tanztapir. Gut, super. Kriegst schon den ersten Applaus, Tanztapir. Genau. Dann haben wir auch noch unseren letzten Schritt. Das ist der Salsa Basic. Wir gehen vor und zurück. Ja? Auf 1 mit links nach vorne. 1, auf 2 auf der Stelle, auf 3 hinten versetzt. Und mit dem rechten Fuß rückwärts. 5 am Platz, versetzt vorne. Nochmal. Und 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Und auf der Stelle. Und 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1. Achtung und zur Seite. Und 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1. Achtung und nach vorne. Und 1, 2, 3. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. So, und jetzt habt ihr die besten Voraussetzungen, um zu tanzen. Schritte haben wir ganz gut drauf. Gibt es noch irgendwie so eine Partnerübung, die man zusammen dann macht? Ja klar, ich sehe schon, ihr seid ja sehr talentiert. Wir können gleich mit der Mehrfachdrehung starten. Und zwar, okay, wir geben einfach den Partner oder die Partnerin den Impuls und wir drehen die Partnerin einfach in die Mehrfachdrehung. Okay. Ja. Ja. Stopp! Und wie schwindelig ist dir? Ja, cool. Kriegen wir hin, oder? Machen wir es mit Musik? 5, 6, 7, 1. 5, 6, 7, 1. Super, zur Seite. 1, 5. Genau, ganz locker. Und basic, nach vorne. Sehr schön, jetzt nehmen wir mal unsere Tanzpartner und basic, voll zurück. Genau. Super.